Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute soll es um unseren Wohnraum gehen, unseren Lebensraum. Vor 100 Jahren haben die meisten Menschen die meiste Zeit draußen verbracht, heute der größte Teil innen. Und da kommt diesem Lebensraum schon eine große Bedeutung zu. Und ich habe heute einen Gast, der sich viele, viele Gedanken darüber gemacht hat und auch Lösungen geschafft hat, die diesen Lebensraum wirklich wieder zum Lebensraum werden zu lassen. Freuen Sie sich mit mir auf Sigmund Schuster gleich bei Neue Horizonte TV. Ja, herzlich willkommen, Sigmund. Du bist aus dem Hessischen nach Leipzig gekommen, hast den Weg nicht gescheut, hast im Vorfeld mir ein paar Bücher zugeschickt und ich habe sie mit Gewinn gelesen. Bin also den Zuschauern im Vorteil, weiß schon ein bisschen was drüber. Aber heute soll es darum gehen, dass du mit dem Naturkrafthaus etwas geschaffen hast, was die Menschen wieder in Harmonie, ja, mit der Natur, mit sich selber bringt. Wie bist du da drauf gekommen? Also, lieber Götz, zuerst einmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja? Ja. Der Titel Neue Horizonte passt auch ideal, weil wir müssen einfach neue Horizonte auch im Wohnraum, im Hausbau anschauen. Deine Frage, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe ja mich schon lange mit dem Hausbau beschäftigt, war 10 Jahre lang ein Leiter von einem großen Fertighausbereich. Und ich habe mir dann so angeschaut, in was wohnen wir? Aus was bauen wir tatsächlich unsere Häuser? Die Häuser sehen von außen so richtig toll und schön aus heutzutage. Alles ist im Außen so schön, aber in was wohnen wir tatsächlich? Und einhergehend ist meine spirituelle Entwicklung gewesen. Ich habe also durch Langzeitfasten oder durch viele Prozesse die Fähigkeit bekommen, verfeinert zu spüren. Eine Achtsamkeit, ein feines Gespür zu entwickeln. Und mir sind die Materialien so tot gewesen. Ja. Und durch für die du gestanden hast. Die wir damals gebaut haben. Ich weiß noch, wir haben Häuser gebaut, wie ich dann an den Produktionsstätten, an den Werkbänken war und gesehen habe, dass hinter der Spanplatte sind Folien. Da habe ich so ein richtiges Aha-Erlebnis gehabt und habe gedacht, oh je. Wir wohnen ja alle in Folien, in Spanplatten, in Styropor. Wie wirkt denn das auf uns? Also noch mehr als nur bis jetzt hat man immer die ganze Baubiologie, mit der ich mich ja auch sehr beschäftigt habe, die hat immer nach den Ausdünstungen geschaut, wie viel Formaldehyd oder welche Gifte werden aus den Materialien ausgeschieden, was ist nach gesetzlichen Kriterien erlaubt an diesen Ausdünstungen, wo geht man davon aus, dass es den Menschen nicht schadet. Und in meinen ganzen 40 Jahren, seit ich mit diesem Thema beschäftigt bin, habe ich immer nur festgestellt, dass die Grenzwerte immer mehr verfeinert und zurückgenommen werden. Was am Anfang hat es geheißen, diese Menge macht den Menschen noch nichts aus. 10 Jahre später war es krebserregend, dann hat man die Werte wieder weiter runter reduziert. Das war die materielle Sichtweise. Die haben wir ja heute mit den Baubiologen, die sind da schon sehr, sehr weit dran und können sehr gute Empfehlungen geben, welche materiellen Stoffe man meiden sollte und welche nicht. Aber das andere Thema ist, wir sind ja Geistwesen. Ja? Wir sind ja spirituelle Wesen. Und was wirkt auf unsere Gedankenbildung? Was wirkt auf unser Gemüt? Kann ein Leben in Styropor, wenn man das Styropor nicht mehr sieht, wenn vielleicht eine schicke Tapete dahinter ist, kann das trotzdem eine Wirkung auf mich haben? Hat das eine Lebensenergie entziehende Wirkung oder hat es eine Lebensenergie fördernde Wirkung? Und mein Ziel war es, solche Häuser zu bauen, oder wenn ich überhaupt Häuser baue, dann solche, mit denen ich absolut sicher sein kann, dass sie den Menschen nicht krank machen.
dass sie ihn... Du gehst ja noch einen Schritt weiter. Ja, du willst ja sogar Leben fördern. Ist idealerweise, da der heutige Alltag, unser heutiges Umfeld, unser Berufsalltag den Menschen krank macht, müssten wir im Idealfall den Menschen solche Schlafplätze und solche Häuser für die Nacht, für seinen Privatalltag zur Verfügung stellen, die ihn nicht noch weiter krank machen oder in seinem Krankheitszustand belassen, sondern die ihn, die eine aktive Gesundheitskraft ausstrahlen. Mhm. Und das war mein Ziel. Mhm. Das heißt, ich habe ja vor 30 Jahren noch mal so eine Ausbildung zum Umweltberater gemacht, da hieß Wärmedämmung, da kann man Energie sparen. Also da war der Fokus auf Energiesparen, also packt man Styropor davor, ne, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um das warm zu haben. Und keiner hat daran gedacht, ja, dass ein Haus dann nicht mehr atmen kann. Ja, und wenn ich dann heute so sehe, wie die eingepackt werden, die alten schönen Häuser mit Styropor, und da wird mir richtig gruselig. Ja, aber eine Sache noch, also ganz wichtig, dieser Aspekt, unsere materialistische Herangehensweise sagt, aha, wenig Schadstoffe, also unbedenklich, also gesund, sozusagen. Also die Abwesenheit von Schadstoffen oder möglichst geringe Schadstoffe, das ist ein Kriterium für Gesundheit. Aber du gehst ja tatsächlich einen Schritt weiter und sagst, nein, die Information, die in einem Material ist, ist wesentlich ausschlaggebender. Ob es lebensfördernd oder lebenshemmend ist. Auf keinen Fall ist die Abwesenheit von Schadstoffen gesund. Genau. Das ist auf jeden Fall weniger oder mehr krank. Es müssen Vitalkräfte da sein, die dann die Gesundheit fördern. Wo haben wir denn unsere Gesundheit? Die steckt da in uns drin, die Lebensenergie. Wir reden immer von Energiesparung, Energiesparhäuser. Ja. Aber wir sollten da, also es gibt diese materielle Energie, aber leben tun wir von unserer Lebensenergie. Ja. Also lebensenergetische Häuser brauchen wir. Wo kriegen wir denn unsere Lebensenergie her? Wir sind natürliche Wesen. Ja. Wo sind wir denn groß geworden? Das ist draußen in der freien Natur. Ja. Wir sind aufgerichtete Wesen, wir sind keine Unterwelt. Lebewesen, die unten in der Erde hausen, sondern wir sind Wesen, die auf der Erdoberfläche, im Bereich der Pflanzen und Tiere, in diesem Schwingungsfeld, in diesem Informationsfeld sind wir groß geworden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Baum eine eigene Schwingung hat, eine eigene Information in seine Umgebung abgibt, dann können wir doch schlussfolgern, dass in unserer DNS, in unserem gesamten System, in unseren Genen, diese Vibrationen oder diese Schwingungen oder die Sprache dieser Pflanzen eingespeichert ist. Das ist keine Fremdsprache, sondern das ist eine unserem System vertraute Schwingung. Und da können wir andocken. Das könnte in einer Art Resonanzprinzip, könnte man sich das vorstellen, wenn da ein Ton gesprochen wird, zu dem ich Resonanz habe, dann überträgt sich, dann kommt etwas bei mir in Schwingen, dann kommen meine Chakren oder was, oder meine Energiepotenziale oder Quellen selber zum Schwingen, können sich andocken, schwingen mit. Und bei uns beginnt dann die Lebensenergetik oder unsere Vitalität stärkt sich da damit. Also bei diesem Ansatz, dass alles eine Wirkung auf das andere hat, dass wir in Wechselwirkung, du wirkst auf mich, ich wirke auf dich, diese Wand wirkt auf uns, alles steht in Wechselwirkung, ist doch die Folgerung, dass alles, was uns umgibt, eine Art von Wirkung auf uns hat. Und wenn man jetzt anstatt Sprache vielleicht auch Charakter, das Wort Charakter nimmt, dann können wir davon ausgehen, dass jedes Material seinen eigenen Wesenscharakter hat. Wenn es jetzt ein Wesenscharakter ist, der uns vertraut ist, ja, wie zum Beispiel bei vollwertigem Holz, oder weil wir in diesem Feld evolutionär groß geworden sind. Gerade wir Deutschen. Ja, kann etwas in uns mit diesem Schwingungsfeld mitschwingen, und wir fühlen uns innerlich, seelisch oder intuitiv in einem vertrauten Schwingungsfeld. Ja. Nicht in einer Fremde. Ja?
Früher waren die Menschen tagsüber so 6, 8, 10 Stunden im Freien. Mhm. Da haben diese Räume, die Häuser, das, was wir als Haus oder als Raum bezeichnen, waren Schutzräume. Mhm. Da haben sich die Menschen für die Nacht oder in diese Schutzräume zurückgezogen. Aber das Lebensumfeld, der Lebensbereich war mindestens zu 50% freie Natur mit diesen vertrauten Schwingungen. Mhm. Und wenn dann die Schutzräume aus irgendwelchen industriellen Materialien, aus Hohlblock oder aus Ziegel oder sowas erstellt wurde, dann war das nur der halbe Tag. Das war das in der halben Nacht, waren die Menschen in einem Schwingungsfeld, wo ihnen nicht so vertraut war, wo vielleicht fremd war. Aber am nächsten Tag sind sie wieder rausgegangen, dann war es wieder passend. Bei uns ist es heute umgekehrt. Ne? Wie viel ist denn, was meinst du denn, in Deutschland der Durchschnittsmensch, wie viel ist er im Schnitt im Freien? Also in der freien Natur, also ich meine, Auto gilt nicht. Nee, ich habe gerade überlegt, der Weg zum Auto, der Weg zur Straßenbahn vielleicht noch ist schon ein bisschen länger als der zum Auto. Ja. Mhm. Ja, wenn Sie dann auch noch in der Tiefgarage Ihr Auto geparkt haben. Das ist Beton. Ja, ist Beton. Fahren wieder in die Tiefgarage. Mhm. Aber da kommt schon vor, dass die eigentlich fast gar nicht draußen sind. Das ist weniger wie eine Stunde. Ja. Die Kinder, wenn die Kinder heute draußen sind, was machen wir mit denen im Freien? Die kriegen auf ihr Scheitelchakra Styropor noch draufgesetzt. Das gilt auch, das ist auch schon wieder abgedeckt. Ja. Mhm, mein heutiger Tag, wenn ich den einmal deutlich sage, ich war in meinem wunderschönen Holzhaus, also da habe ich geschlafen bis um 8, da habe ich es verlassen. Also das ist, da wir Vollwertholz, das ist jetzt, das lasse ich mal offenes Fenster, unser echtes Holzhaus, das lasse ich mal viel Natur gelten. Aber dann bin ich in Aluminiumglas gegangen und habe mich, wie sie hier war, 4 Stunden lang oder 3,5 Stunden war ich in einem klimatisierten, also künstliche Begasung, wie auch immer. Das ist ja kein, ich bin ja nicht mit offener Scheibe gefahren. Ja, auf der Autobahn. Jetzt vom Auto. Ich bin ich habe mich 3,5 Stunden in Aluminiumglas aufgehalten, künstliche Luft. Dann bin ich jetzt zu dir hergekommen. Ich weiß nicht, was da in diese, was das für Steine sind in deinen Wänden, aber das ist auch, wir bezeichnen es zwar als Zimmer, aber wir müssten hinter die Tapete gucken, ob es Beton ist oder ob es Hohlblock ist. Es ist industrielles Mineralgemisch. Ja. Also jetzt befinde ich mich seit einer Stunde, bin ich bei dir, seit einer Stunde in diesem industriellen Mineralgemisch, bleibe noch eine Weile drin, ja. Und dann fahre ich dann gehe ich nachher wieder in mein Aluminium-Glas-Gebilde, umhülle mich mit Aluminium und Glas und bin da wieder 3,5 Stunden. Und wenn ich jetzt in einem normalen Haus wohnen würde, wie es heute so gepriesen wird, dann würde ich von meinem Aluminium-Glas-Gebilde, das man als Auto bezeichnet, das heißt, ja, würde ich dann in ein Styropor-Spanplatten-Glaswoll-Gebilde hineingehen, ja, und würde da drin schlafen. Und die einzigste Zeit, wo ich im Freien war, wo über meinem Kopf weder Stahlbeton oder sonst was gewesen wäre, waren vielleicht eine halbe Stunde. Dann heute. Mhm. Eine halbe Stunde von 24 Stunden sind 2%. Ja, ja. Das heißt, wenn ich 2% in einem Schwingungsfeld bin, wo mir vertraut ist, wo meine Gene, meine Zellen alle mitschwingen können und 98% in einem völlig unnatürlichen Informations- und Schwingungsfeld, ja, was geschieht denn da in mir? Das kann sich ja, wir haben ja die Möglichkeit, uns rein zu vertiefen. Was passiert da bei uns? Ist es energiefördernd oder ist es eher dämpfend? Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass um meine eigene Schwingung aufrechtzuerhalten, dass das sehr anstrengend ist. Du brauchst sehr viel, weil du diese, du musst ein Schutzfeld gegen diese Fremdschwingungen, du musst darauf achten, dass diese Fremdschwingung nicht in deinen inneren Kern hineinkommt. Du willst dich ja nicht aluminieren oder Aluminium oder sowas. Ja. Du musst es ja fernhalten und dieses Abschotten, dass, dass die nicht in deinen innersten Kern hineinkommen, ja, bedeutet, kostet Energie. Mhm. Ja. Und, ich habe das halt gespürt und je feiner, je achtsamer oder je verfeinerter meine Wahrnehmungen sind, umso mehr spüre ich die Totheit unserer, dieser Materialien und die fehlende Lebendigkeit. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt unsere Menschen heute so anschaue, mir kommen die alle so vor, wie wenn sie alle gegen ein irgendetwas sich abschotten und kämpfen. Und
Und ich sehe jetzt halt, wir können unseren Alltag nicht ändern. Unseren Alltag in unserer Gesellschaft, der bietet uns ja auch tolle Chancen. Also ich lebe ja sehr gerne hier bei uns, dass wir überhaupt uns treffen können, dass wir diese Autos haben. Wir müssten einen Ausgleich schaffen. Wir müssten im Ausgleich leben. Wenn wir tagsüber heute in Industriematerialien sind, die wir zwar wunderschön verkleiden können, aber guck her, wenn du einen Styroporwürfel nimmst, zum Beispiel, ich habe nichts gegen Styropor, aber es ist jetzt nur einfach mal ein Beispiel. Ja, wir können uns ja hineinspüren, würden wir unser Baby in eine Styroporwiege legen und hätten wir da ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Ja? Also einfach auf unser Gefühl mal hören. Was sagt uns unser Gefühl? Jetzt nehmen wir einen Styroporwürfel, 2 Meter mal 2 Meter und höhlen ihn in der Mitte aus. Ist jetzt dieser Hohlraum in diesem Styroporwürfel, mit welcher Information ist er erfüllt? Ist er mit Lebensinformation erfüllt oder ist er mit dieser Industrieinformation erfüllt, die für die Herstellung von diesem Material eingeflossen ist? Das heißt ja immer, derjenige, der das Material herstellt, der bringt da seine Ideen, seine Gedanken, seine Vorstellungen, seinen Geist mit ein. Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja auch noch unter anderem ein Buch über Ernährung geschrieben. Also im Prinzip gibt es ja Wesensähnlichkeiten praktisch der Herstellungsprozess. Also auch, sag mal, vielleicht, also wenn ich das Kupfer hatte, wenn die Mineralstoffe, das Eisen und so weiter, wie das gewonnen wird, unter welchen Bedingungen, vielleicht auch Umweltbedingungen, Arbeitsbedingungen und so, dass all dieses im Prinzip wie aufgeprägt, wie auf einer Trägerwelle aufgeprägt ist bei den Materialien. Das wissen wir doch von der Quantenphysik. Die Quantenphysik, die Quantenwissenschaften öffnen uns diese tollen Räume, diese tollen Welten, wo es heißt, keine Information geht verloren. Jetzt müssen wir es ja nur umsetzen. Das heißt, wir kommen ja jetzt in eine ganz neue Phase der Bewusstwerdung, des Bewusstseins, dass wir die Materie nicht nur nach ihren materiellen Ausdünstungen oder Abgaben besichtigen, sondern hauptsächlich Materie ist ja verdichtete Information. Ist ja eine Art von Energie, eine Art von Schwingung, eine Art von, welche Information steckt denn da drin? Was tue ich an Ernährung? Mit welcher Information ernähre ich mich? Und jetzt, in welche Informationsfelder begebe ich mich zum Schlafen? Was sind das für Informationsfelder, die oder Schwingungsfelder, in denen ich mich dann 8 Stunden lang völlig offen, ich soll da tiefenentspannt schlafen und mache mir keinerlei Gedanken, welche Schwingungsfelder durchströmen mich während diesem Schlafen. Während im Wald draußen, da kann ich absolut sicher sein, dass da das Vogelgezwitscher oder die schlafenden Tiere oder die schlafenden Pflanzen nebendran, wie auch immer, die tun mich mit ihren Informationsfeldern durchströmen. Das sind Zellen, mein Körper existiert aus Zellen, das sind Resonanzfähigkeiten. Da ist ein Zuhause, da ist ein inneres Zuhause. Aber jetzt in diesem, bleiben wir bei unserem Beton, bei unserem Styropor, das kann auch Beton sein, der Hohlraum dieses Gebildes, ist erfüllt von den Informationsfeldern, vom Charakter, vom Schwingungsbild des Materials Styropor oder Spanplatte. Jetzt machen wir den Block größer und den Hohlraum größer. Ändert sich was an diesem Informationsfeld des Hohlraumes? Nicht. Jetzt können wir innen noch eine Tapete aufbringen, dass man vielleicht dieses Material, Beton oder den Styropor nicht sieht. Bin ich trotzdem noch in diesem Beton oder ich bin trotzdem noch innen drin. Jetzt kann ich dem einen anderen Namen geben. Jetzt gebe ich dem den Namen Schule. Befindet sich jetzt mein Kind in Beton? Sollte es dieses Gebilde sein? Oder befindet sich es nicht mehr da drin, weil ich es nicht mehr bezeichne? Weil ich es vielleicht als Schule bezeichne. Oder wir bezeichnen diese Gebilde mit einem Einheitsnamen Haus. Jeder fragt, Götz, in welchem Haus wohnst denn du? Wie teuer war denn dein Haus? In welchem Haus wohnt denn deine Frau? In welchem Haus, in welcher Wohnung? Haus und Wohnung, übergeordnetes Gebilde. Was kostet bei dir der Quadratmeter Wohnfläche bei diesem Haus? Ich habe es noch nie gehört, dass bei mir einer, man hört ja heute, ich wohne dann in einem Holzhaus.
Da ich ja jetzt Fertighausspezialist bin, und weiß ich, wie heutige Holzhäuser aussehen, im Regelfall. Es gibt Ausnahmen, aber bleiben wir im Regelfall. Ja? OSB-Platte ist Spanplatte. Ja? Dann entweder Leim-Dampfbremse, das kann eine Polyethylenfolie sein, oder die modernen Spanplatten oder OSB-Platten, die haben diese Folienanteile bereits im Leim drin. Dann heißt es, wir brauchen keine Dampfbremse, aber weil halt diese Platte so dicht ist wie die. Ja. Dann kommt 15 oder 20 cm Glaswolle. Ja? Und dann kommt nach außen 10 oder 20 cm Styropor drauf oder Polystyrol, Schaum. Ja? Und dann kommt eine wunderbare Tapete innen und außen ein wunderbarer Putz drauf. Und das ganze Ding wird zusammengehalten von ein paar Holzlatten, etwas Holz. Ja? Das haben wir ein kompletter LKW voll mit Polystyrol. Ein halber LKW voll mit entsprechenden Spanplatten, OSB-Platten und ein viertels LKW voll mit Holz. Ja. Richtig wäre das Gebilde ja eigentlich zu bezeichnen, ich wohne in einem Styropor-Spanplattengebilde, ich gehe jetzt nach Hause und lege mich in mein Styropor zum Schlafen. Ja? Und für mein Styropor bezahle ich, habe ich nur 150.000 oder nur 200.000 Euro zahlen müssen. Ja? Und habe ein wunderbar, richtig schön, gut, wärmegedämmtes Styroporgebilde und etwas Holz ist auch dabei. Aber das wird ja kein. Ich habe es noch nie gehört, dass man das einer so, dass das in der Werbung so angepriesen wurde. Nee. Ich habe es noch nie gehört, hier Styropor, Spanplatten, Holz, für nur so und so viel Euro der Quadratmeter Wohnfläche. Sondern immer heißt ökologisches Holzhaus, beste Wärmedämmung. Styroporhaus hat noch nie einer gekauft und trotzdem ist drin. Wohnen sie alle drin. Ja? Das heißt, du hast dann für dich gesagt... Augen aufmachen, gucken, was haben wir. Du hast den Begriff Vollwertholz geprägt. Vollwertholz gegenüber irgendwie Spanplatten oder sonst was. Vollwertholz, was würde unser Zuschauer... Der Name sagt ja, vollwertiges Holz. Warum musste ich diesen Begriff prägen? Ja. Ich wäre am liebsten auch beim Holz geblieben, aber was wir heute unter Holz bekommen, ist im Mikrogefüge, wenn man es anschaut, kein Holz mehr. Spanplatten, sie ist eigentlich keine gewachsene Einheit. Nein. Dieser Balken hier, was zeichnet denn aus? So ein Balken. So da kam ist, mit Ästen drin. Da ist jede Zelle, jedes Faserchen, sitzt genau am rechten Fleck. Da sitzt gar nichts am falschen Fleck. Also es hat sich so gebildet, es ist innerlich, hinter der Oberfläche, in den inneren Strukturen, ist jede Zelle genau am richtigen Fleck, verträgt sich mit seiner Nachbarschaftszelle. Da ist keine Abstoßung. Da ist ein Zusammenhalt, eine Stimmigkeit, weil es eine gewachsene, in sich so gebildete, aus sich heraus gebildete Einheit darstellt. Und wenn wir dieses Holz noch natürlich trocknen lassen und nicht mit hoher Temperatur, mit 70, 80 oder 90 Grad, gehen wir andersrum. Ein Honig darf man, jede Hausfrau weiß, man soll einen Honig nicht mehr wie 45 Grad oder 40 Grad erhitzen, weil sonst die inneren Werte, die inneren Zellstrukturen gehen kaputt. Die Süßigkeit ist die gleiche. Ja. Aussägen kann er genauso, aber die inneren Werte sind kaputt. Holz ist auch ein organisches Material, hat auch Eiweißverbindungen. Wenn wir Holz höher wie 45 oder 50 Grad erhitzen, Hochtemperaturtrocknungen, dass es schneller geht, was heute bei 95% des Holzes der Fall ist, dann werden innerlich und im Mikroskop, im Mikrogefüge die Zellen zerstört. Wenn das ist ja fast wie bei Mikrowelle. Wenn ich sozusagen so wenn Essen in wenn der Mikrowelle. Wenn ich aus dem Holz das Wasser herausreiße durch hohe Temperaturen, dann geht das Zellwasser, alles geht kaputt und unter Mikrogefüge haben wir nicht mehr ein natürliches Holz. Heute verwendet man ja diesen Effekt in der Art, dass man sagt, es ist natürlicher Insektenschutz, weil die Insekten erkennen es nicht mehr als Holz, weil die Zellen sind kaputt. Ja? Und deswegen, wir bezeichnen es, weil es oberflächlich noch als Holz ist, als Holz. Ja? Aber ich will, wenn ich jetzt auf die Informationsebene hingehe und ich möchte, dass vielleicht die Information, die Naturinformation des alten Baumes, aus den Zellen in die Häuser hineingetragen wird. Ja?
dann will ich ein vollwertiges Holz haben. Also naturvollwertiges Holz und keine Spanplatte und kein anderes. Deswegen und, Vollwertholz. Und also bisher dachte ich immer nur, Esche wäre jetzt zum Beispiel ein Holz, was unimprägniert dem Wetter trotzen kann, beziehungsweise der Feuchte, das wird nicht behandelt. Das eine ist der Gebrauchswert, ja. Und das andere ist die Wirkung. Wir müssen beim Haus zuerst einmal, wir haben Elemente, die haben einen Gebrauchsnutzen, einen Gebrauchswert, das ist die Fassade, das ist der Fußboden, ja. Aber wir haben auch im Haus ist jetzt eine tragende Wand. Diesen Balken senkrecht nebeneinander stehend können wir den Wald imitieren. Wir können das Schwingungsfeld des Waldes versuchen nachzumachen, erhalten zu lassen und zu den Menschen zu bringen. Mhm. Wenn der Mensch heute tagsüber nicht mehr im Freien ist, dann müsste er, ich komme jetzt zurück auf vorhin noch einmal, dann müsste er zum Ausgleich heute im Wald schlafen. Mhm. Wenn du und ich und wer auch immer bei unserem Alltag, ja, wo wir den Alltag in Industriematerialien verbringen, das ist dort unser Umfeld, müssten wir zum Ausgleich die 8 Stunden, die wir zum Schlafen haben, oder die 10 Stunden, eigentlich im Wald, in die Natur, auf die Wiese, in den Wald und am besten in den Wald, weil da ist das kraftvollste Schwingungsfeld, das kraftvollste Naturschwingungsfeld, im Wald schlafen. Da wir aber den modernen Menschen nicht anraten können, außerdem funktioniert das in unserer Gesellschaft nicht, geh raus in den Wald, schlaf jeden Tag im Wald, ist es doch wäre es ein Segen, oder wenn wir den Wald und die Bäume zu den Menschen bringen. Dass es natürlich nicht hundertprozentig geht, weil die sind, aber wir können es wenigstens so gut wie irgendwie möglich versuchen, dass wir das Holz, die Bäume zum rechten Zeitpunkt mit großer Wertschätzung fällen, dass wir uns die richtigen Bäume aussuchen, welche Bäume sind denn eigentlich. So junge Bäume wollen alt werden, alte Bäume sind am reifesten, tragen in, unter alt meine ich keine 400-Jährigen, sondern 150-Jährigen. Und der Wald, 150-jährige Fichte? Also der Baum war Baum war so circa 100 Jahre alt. Also wir tun so circa 100, 150-jährige Bäume fällen, weil diese Bäume sind reif, junge Bäume wollen alt werden, wollen reif werden. Und wenn wir den Bäumen die Zeit und die Zeit gewähren, geben, dass sie mindestens 100 Jahre alt werden dürfen, ist doch viel schöner, wie wenn wir sie als junge Bäume immer fällen. Ja? Ja. Ist in allem so. Aber die Reife, die dann in diesem Baum drinsteckt, der 100 Jahre ist, 100 Jahre ist auch unsere Lebenserwartung. Ich hoffe, wir waren beide 110, aber so um die 100-jährige Reife, die 100-jährige, die Übertragung von 100, das Schwingungsfeld von 100 Jahre Lebenszeit, das tut uns auch gut, wenn wir da uns damit konfrontieren und nicht nur 40, 30 oder 20 Jahre, diese jungen Hölzer. Und dann schauen wir uns noch einmal, ich weiß, ich tue jetzt ein bisschen hin und her springen, aber so ist es halt, dann schauen wir uns im Wald unsere Bäume an. Welche Bäume sind die geradlinigsten? Welche Bäume haben auch im Winter noch welche Bäume nehmen Wintersonne auf? Es sind Nadelbäume, die Laubbäume, die verinnerlichen zu Holz, oder sie vermaterialisieren die Laubbäume nur die Sommersonne. Von Mai bis zum Oktober, jetzt fällt es, jetzt fallen die Blätter. Da habe ich in der Materie Holz, habe ich bei den Laubbäumen nur die Sonneninformation oder die Jahreszeiteninformation spätes Frühjahr bis Anfang Herbst. In Nadelbäumen habe ich die ganzjährige Sonneninformation drin, weil die auch im Winter noch mit ihren Nadeln Photosynthese machen. Sie nehmen also auch die Information der ganz feinen Wintersonne. Und gerade die Wintersonne ist da die Sonne, die uns das spirituelle Wachstum bringt. Die Sommersonne, die bringt uns das materielle Wachstum. Okay. Ja? Und wenn wir aber im spirituellen Wachstum noch Erkenntnisfähigkeit, Bewusstwerdung und so weiter, wenn wir da hineinreifen, hineinwachsen wollen,
tut uns diese feine Wintersonne bei uns ganz gut. Das merken wir ja, da ist, das hat eine andere Qualität. Und deswegen die Nadelbäume, die haben auch diese Sonnenqualitäten, diese Schwingungsqualitäten in ihrem Holz drin beinhaltet. Mhm. Und wenn wir quasi aus Fichte, deswegen erstens mal wegen diesem wunderschönen Pyramidenwuchs, unser Weihnachtsbaum, Fichte im Regelfall, ja, das hat alles ganz tiefe spirituelle Bewandtnisse. Habe ich in meinem Buch geschrieben, wenn es mehr interessiert. Also das ist das erste. Im ersten Buch, die Lichtkraft, des Baumes. Also da steht, also wenn ich jetzt Bücher reinhalte, die kommen, die Lichtkraft des Baumes. Da steht drin, warum der Baum Lichtinformation ist und wie die Erdmaterie, also Lehm oder Beton oder Styropor, wie die auf das Gemüt des Menschen wirken und im Gegensatz dazu Holz. Ja, also habe ich da drin stehen. Also kann man lesen. Da reicht uns die Zeit. Ich wollte kurz sagen, dass Zuschauer, wenn sie Interesse an diesen Büchern haben, sich an dich wenden können. Wir blenden dann auch die Homepage. Sollen sich an mich wenden, genau. Mit allen Ihren Fragen. Ich kann so viel beantworten. Ja, super. Also super. So ein freier Unternehmer bist du, also Vollwertholz. Ich bin ja neugierig. Ich denke mir, okay, ein Baum wird getötet. Ich sag's mal, ja, also wenn ich ihn fälle, dann hört er ja auf zu leben. Aber seine Struktur ist noch da. Du sagst ja, die Zellstruktur ist noch da. Wie kann ich mir das vorstellen, dass diese Lebensenergien an einem toten, ich gehe jetzt mal einfach an einem toten Holz, also es ist ja vom Lebensstrom abgeschnitten und trotzdem strahlt es diese Lebensinformation aus. Bei den Pflanzen haben wir nicht so stark das individuelle Bewusstsein wie bei uns Menschen. Okay. Also auch wie bei den Bienen. Die Bienenschwärme, die Bienenstöcke und sowas, da haben wir mehr Gruppenbewusstsein. Mhm. Und wenn da dieses individuelle Leben, wenn das von dem einen Baum aus strömt, ist es in den anderen Bäumen oder sowas beinhaltet, geht es trotzdem. Es ist ein Gruppenleben, Gruppenbewusstsein. Also ich sehe es bei den Und wenn wir die Natur des Holzes, also zuerst einmal ist es ganz wichtig, dass wir mit einer großen Dankbarkeit und großen Wertschätzung und Anerkennung der pflanzlichen, auch der Würde des Baumes, wenn wir die Würde des Waldes, die Würde des Baumes, ja, wenn wir zu der Pflanze sagen, obwohl du mit 30, 40 oder 50 Jahren viel schönere, feinere Äste hast und obwohl wir dich kostengünstiger sägen könnten, lasse ich dich aber trotzdem 100 Jahre alt werden, bis dein natürlicher, bei 100, 120-jährigen Fichten sieht man, dass sie von unten her schon faulen, also von den Wurzeln her. Also die sind schon im Ablebeprozess drin. Mhm. Und wenn wir so lange warten und wenn wir dann noch sagen, hier, ich warte, bis du deine Samenbildung abgeschlossen hast, ich warte, ich fäll dich nicht im Frühjahr und nicht im Sommer, während du im vollen Saft, in deiner vollen Vitalität steckst, sondern ich warte, bis du in deiner Saftruhe bist, in deiner biologischen Ruhe bist, du in deinem Tiefschlaf vielleicht bist, ja. Und dann entnehme ich dir, das ist einfach ein da geben wir den Pflanzen ein Geschenk, dem Baum, und sie geben uns ein Geschenk. Das ist einfach ein Entgegenkommen, ein Anerkennen. Und wenn wir so an das Holz gehen, dann freut sich jetzt in einfachen Worten. In einfachen Worten ist es so, wie wenn der Wald sich freut, dass wir so ihm begegnen. Und diese Dankbarkeit, diese Freude, die schwingt mit. Und da diese Hölzer dann in ihrer Natürlichkeit voll erhalten bleiben, bleiben sie auch mit diesem Schwingungsfeld des Waldes verbunden in Resonanz. Ja? Und wenn wir dann diesen Baum, dieses hier haben und wir denken an die Bäume oder sowas, dann schwingt etwas, der vibriert noch in diesem Waldschwingungsfeld. Und diese Vibration überträgt er auf dich oder auf uns in einer ganz feinen Art und Weise. Und wir können dann Schlafplätze, Schlafräume
oder auch Lebensräume schaffen, die genau das, die Aufrichtigkeit, die Botschaft des Horizonterweiterns. Was hat denn der Baum? Der Baum trägt seine Krone oben und ein 100-jähriger Baum steht über den Dingen, der hat einen erweiterten Blick. Horizont, was tut denn uns gut in der heutigen Zeit? Kopf hoch, Augenhöhe, ein bisschen über die Probleme schauen. Ja? Das verkörpert alles der alte, ausgereifte Baum. Und wenn wir das beim Schlafen, wie durch eine Soufflöse, immer wieder souffliert bekommen und es uns durchströmt, ja, dann können wir reifen. Dann reifen wir, dann wachsen wir während dieser Schwingungsfelder, können in diesem Schwingungsfeld unsere Tageserlebnisse des Vortages oder des Vorvortages in ganz anderer Art und Weise verarbeiten, ja, und kommen als ganz anderer Mensch in den nächsten Tag hinein, wie wenn wir irgendwo in Beton oder in sonst was geschlafen hätten. Aber du hast in deinem Buch auch beschrieben, also das Naturkrafthaus, dass selbst Gebäude, zumindest die konventionell gebaut sind, durch eben diese Resonanzgabeln, wenn ich es jetzt mal so nennen will, also dass man von innen mit Vollwertholz sozusagen die Räume ja doch zu Krafträumen Das ist ja ganz wichtig, was mir auch ganz wichtig war. Wir haben dann zwar in diesen modernen Häusern, die sind jetzt halt heute da, wir können ja nicht alles abreißen, wir müssen auch Lösungen finden für bestehende Büros. Wenn du mal in mein Büro guckst, ja, das habe ich auch, ist auch ein herkömmliches Büro, aber ich habe das Wunder mit Holz ausgekleidet, das fühlt sich an wie ein Blockhaus. Ja. Und wenn wir etwas Gutes oder etwas positiv Schwingendes in ein belastetes Umfeld bringen, oder dann ist das Positive halt dabei drin. Wir können zwar vielleicht die Grundschwingung eines Betonhauses nicht komplett wegnehmen, aber wir können sie überlagern mit dieser positiven Schwingung. Mir fällt da jetzt gerade ein Beispiel ein, um es sich besser vorzustellen. Wenn du in eine, du gehst in eine Gesellschaft hinein oder in einen Raum und da sind viele, viele Menschen, ja, und alle sprechen auf dich ein, ja, wollen etwa, und sie sprechen alle in einer Mimik und in einer Sprache, die du nicht verstehst. Jetzt zum Beispiel, ich verstehe kein Chinesisch, Japanisch, also in einer absoluten Fremdsprache und auch noch von der Mimik her in etwas, wo du nicht verstehst. Und jetzt treten die mit dir in Kontakt, sie sprechen auf dich ein und du reagierst. Und die verstehen dich nicht und du verstehst dich, was passiert mit dir? Du wirst zuerst einmal aktiver. Du baust zuerst einmal Aktivität auf, damit die, ihr müsst mich doch verstehen oder ich will euch verstehen. Der erste Prozess ist Vitalitätsaufbau. Du gibst Energie, Energie, Energie und wenn alles nichts nützt, dann brichst du in dir irgendwann einmal zusammen. Und wenn da nur 3, 4 oder 5 Stück auf einmal, also 5 Menschen in deiner Umgebung sind, die in diesem gesamten Stimmengewirr deine Sprache sprechen, dann können die anderen trotzdem sein und ihr Gemurmel haben, aber wenn 5 oder 10 Stück deine Sprache sprechen, dann ist da Resonanz. Dann ist Resonanz, dann fühlst du dich wohl, dann fühlst du dich nicht mehr in der Fremde, im Fremden, sondern mehr im vertrauten Bereich. So kann man mich einstimmen. Ich kann mich dann einstimmen oder einschwingen in es ist was da, wo man Vertraute. Und so ist es dann, wenn man seinen Schlafplatz dann mit so vertrauten Natur, dann passt es wieder. Das heißt, du hast ja auch quasi oder ich vertreibe das, verschickt das Balken, die man unter das Bett wir legen beraten kann. Zuerst einmal. Okay. Wir beraten zuerst einmal. Als erstes verschicken wir unsere Bücher. Die Leute, die Menschen sollen sich von dieser materiellen Sichtweise ein bisschen lösen und auf die Sichtweise der Information, der informellen Wirkung kommen. Und wer sich da dafür öffnet, wer sich, wer sein, ja, wer der
dann kann man es leicht verstehen. Mhm. Ich habe es auch versucht, so zu schreiben, dass es jeder verstehen kann. Absolut verstehbar. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man seinen Schlafplatz anschauen und kann mit uns reden und kann sagen, so ist mein Schlafplatz. Man kann uns vielleicht ein Bild schicken oder sowas. Mhm. Wie können wir diesen Platz oder den Platz von unseren Kindern naturharmonisieren? Mhm. Wie können wir denn in eine natürliche Schwingung bringen, in ein Naturkraftfeld? Deswegen habe ich ja auch den Namen, also Vollwertholz war klar, weil es vollwertiges, naturvollwertiges Holz ist. Mhm. Naturkrafthaus oder Naturkraftschlafplatz. Deswegen, dass die Naturkraft, die volle Naturkraftschwingung an diesem Schlafplatz herrscht und Resonanz hat und die natürliche Kraft durch Resonanz im Menschen, also deine oder meine innere natürliche Anlage, natürliche Kraft, die ich habe, wieder zum Schwingen, zum Anregen bringt, sodass ich aus mir heraus wieder eine Kraft aufbaue. Meine Vitalität aus mir durch äußere Kopplungseffekte, ja, Kopplungs- und Resonanzeffekte. Deswegen, und so ist es. Oder wenn einer, ich freue mich natürlich, wenn die Leute gleich ein Naturkrafthaus bauen, weil sanieren ist natürlich schön. Leider kommen viele Menschen immer erst, wenn sie krank sind. Wenn sie vor lauter Krankheiten nicht mehr wissen, wo es weitergeht. Wenn natürlich die Krankheit durch ein Gemüts, durch ein fehlendes, durch von innen heraus, ja, durch Unstimmigkeit innen heraus geschieht, dann muss man halt im Außen was ändern. Ja? Als gleiche Thema, das schweifen wir gerade ab, aber ich sag's noch, wenn jemand einen Krebs hat oder irgendeine schlimme Krankheit, lässt sich die heilen, wie auch immer, durch viele Bemühungen der Ärzte, da muss man ja sehen, da sind ja ganz viele Bemühungen da. Ob das Schulmedizin oder ob das Alternativmedizin ist, spielt immer keine Rolle. Viele Menschen bemühen sich, hier helfend oder heilend oder zu helfen. Und wenn ich dann wieder in mein altes Schwingungsfeld, in mein altes Umfeld hineingehe, wo das Ding entstanden ist, ja, dann habe ich auch nicht viel gelernt. Dann habe ich nicht viel verstanden. Entschuldigung, jetzt muss ich mal was trinken. Ja, kleinen Schluck. Trink jetzt erst einmal. Also, deswegen, Schwingung. Ich würde trotzdem gerne nochmal fragen. Diese Hölzer werden so, wie sie sind, verbaut oder werden sie noch behandelt? Also besser, wie so, wie sie sind, können wir sie nicht machen. Okay. Wir müssen, dir muss deine Frau, mit der du in eine Beziehung gehst, die muss dir nackt am besten gefallen. Ja? Sonst geht es dauerhaft nicht gut. Ja. Ist so ganz klar. Und Holz ist wunderschön, man braucht es nicht. Es ist natürlich Langzeit getrocknet. Die brauchen 2, 3, 4 Jahre teilweise, bis sie an der Luft und dann mit der entsprechenden Nachklimatisierung. Wir tun sie dann noch einmal, also wir tun sie 1, 2, 3 Jahre an der Luft trocknen und dann kommt es nochmal 1 oder 2 Monate in eine Klimatisierungskammer hinein bei 30, 35, 40 Grad, damit wir eine Verbauqualität haben, wo das Holz auch die entsprechende Trockenheit hat. Das muss alles schon, deswegen tut es mir ja auch gut, dass ich Holzingenieur bin. Ich verstehe ein bisschen was vom Geschäft. Aber dann kann man es so lassen. Wenn aber jemand zum Beispiel sagt, ich möchte noch mehr Weißpigmente oder ich will irgendwas anderes haben, ja, dann kann man ja mit dem Öl, mit dem schönen natürlichen Öl oder mit dem Bienenwachs oder sowas, kann man ja noch sich oberflächlich da ein paar schöne Dinge machen, so wie man es möchte. Aber prinzipiell braucht man, also verbessern tut man es durchs Behandeln nicht. Ja? Also man tut es halt optisch ein bisschen. Ja. Und wie hoch kann man mit diesen Elementen bauen? Wir haben in Frankfurt, ich glaube, eines der ersten dreigeschossigen Block, also das sind ja voll Blockhäuser, nur nicht waagrechte Blockbauweise, sondern senkrecht stehende. Das war so, ja für dich wichtig, also aufrecht stehen. Ich wollte die natürliche Art des Holzes ist, in Wuchsrichtung zu stehen. Du hast mir vorhin auch erklärt, dass man die Wuchsrichtung daran erkennen kann, dass die Mitte eines Astloches ein Stück höher ist. Fakt ist, so rum
würde der Balken falsch stehen. Ja, und Kopf so nach steht unten. Und so steht er einfach richtig. Wir wollen auch nicht immer mit dem Kopf nach unten stehen. Das passt nicht. Ja? Ja. Es dreht sich, wenn wir die Schwingungsfelder Natur auf, reinbringen wollen, dann müssen wir auch die Natur so, wie sie ist, rübernehmen zu uns. Und da gibt es ein Unten und ein Oben. Und Gott, schau mal hier. Mhm. Hier, diese Jahrringe. Ja. Du siehst, welches ist die Innenseite vom Baum? Das ist die Innenseite und das ist die Außenseite. Und so bringt ihr die auch und deswegen, im Haus an. Und demzufolge ist das Innere vom Haus und das ist das Außen. Ja. So einfach die das ist so leicht, diese Ordnungsprinzipien der Natur mit zu integrieren, kostet auch nicht viel mehr Geld. Du hast gefragt, wie hoch wir gebaut haben. Wir haben in Frankfurt dreigeschossig gebaut. Ich will jetzt keine Hochhäuser bauen. Das ist gar nicht mein. Ich will den Menschen ein Nest bauen. Ein urgemütliches Haus, in dem sie von ihrem Alltag, von dem belasteten Alltag nach Hause kommen können, ihre Füße hochlegen können und wo sich jede Zelle, jede Faser ihres Körpers und auch ihr Gemüt zu Hause fühlt. Und da kann man dann 6, 8 oder 10 Stunden sein, kann tanken und geht dann wieder in den Alltag. Und mein Schlafzimmer oder das Kinderzimmer muss doch nicht genauso aussehen wie mein Büro. Das muss warm sein, das muss lebenswarm sein. Wir müssen umdenken, wir müssen nicht, aber wer möchte, wer wird umdenken, er wird lernen umzudenken, dass wir den Ausgleich zwischen Natur und Technik, dass wir da in diesem, dass wir das gesamte Spannungsfeld leben, aber nicht einseitig. Und wenn wir Materie und Technik und moderne Lebensweise tagsüber leben, dann müssen wir Natur, Naturordnung nachts im Schlafen haben. Ja? Und wo ist denn der beste Platz, um Natur, um 8 Stunden lang Natur zu tanken? Schlafen. Der Schlafplatz wird zukünftig in dieser Richtung, nach meiner Überzeugung, der wichtigste Ort sein. Unsere Schlafräume werden wir zu Nestern machen müssen, um den Alltag mit voller Vitalität, mit voller Energie, aber auch mit schön, mit freudvoll genießen zu können. Ich wollte sagen, es gibt natürlich auch Ansätze, die sagen, wir ändern auch am Lebensalltag etwas. Ja, und zwar grundsätzlich. Ja, okay, wer aussteigt und geht dann in die Natur, da kann es ganz klar. Klar. Aber ich bin kein Aussteiger. Ich genieße auch den modernen Alltag. Ja. Und schauen wir uns doch mal die heutigen Themen an. Also, es ist doch nicht so, dass man den Eindruck hat, unsere Gesellschaft wird gesünder. Wie viele Menschen, wenn ich jetzt höre, was für ein hoher Prozentsatz allein lebender Menschen oder Menschen, die in Wechselbeziehungen leben oder alleinerziehende Eltern, das macht doch keiner mit Absicht. Ja? Das heißt, das Gefüge ist durcheinander. Da ist etwas innerlich nicht, die Menschen sind unzufrieden. Diese Unzufriedenheit, die kann wahrscheinlich durch die Durchströmung dieser ständigen fremden Informationsfelder geschehen in ihrem inneren Kern. Sie wissen nicht, dass das von diesen Materialien oder von ihren Häusern kommt, was sich hinter der Tapete befindet, und fabrizieren das oder überlagern das auf das Außen und dann ist auf einmal der Partner schuld, wenn man mit ihm nicht mehr leben kann und dabei ist das Schlafzimmer. Ja, oder die Information, weil die keine Ruhe überträgt. Ja. Klar ist ein menschliches Zusammenleben immer wieder mit Reibungen, ja, die uns ja weiterbringen, versehen. Aber wenn ich dann während dem Schlafes wieder innere Ruhe bekomme, ja, und wenn mir souffliert wird, ist alles gut, ist alles in Ordnung, wie auch immer, dann kann ich doch am nächsten Tag auch wieder in das Reibungsfeld hinein, um wieder meine Erkenntnisse aufzubauen, um Bewusstheit zu erlangen. Du hast noch ein Stück Holz mitgebracht. Kannst du vielleicht unseren Zuschauern erklären, was das für ein Beispielholz ist? Also unter das Bett? Sage ich ja, gehören so große Balken breiter wie der, damit von unten die Unstimmigkeiten
mal abgeschirmt sind. Die Unstimmigkeiten können von Stahlbetondecken kommen, sie können von irgendwie Kellerelemente kommen oder von Erdstrahlen oder Wasseradern. Mhm. Deswegen mal von unten mal Ruhe durch diese dicken Balken, die einfach unterm Bett sind. Und dann haben wir aber das Thematik, was machen wir mit unserem Scheitelchakra? Mhm. Die wenigsten Menschen, denen ist bewusst oder machen sich bewusst, dass sie, auch selbst Meditierende machen sich in den wenigsten Fällen Gedanken, dass ihr Kopf und ihr Scheitelchakra beim Schlafen 10, 20 oder 30 Zentimeter nur von irgendwelchen Spanplatten oder von Beton oder Industriematerialien oder Styropor entfernt ist. Und dann legt man, ja, das ist wieder noch ein anderes Thema. Ja. Anderes Thema, Netzfreischalter. Mhm. So einfach. Also wer noch keinen Netzfreischalter hat, sollte sich einfach mal einen Netzfreischalter machen fürs Schlafzimmer. Das ist eigentlich Stand der Technik heute. Ja. Das ist ein kleines Einmaleins. Das ist nicht mehr großes Einmaleins. Ja, aber auch da kann man mit mir. Aber was machen wir, wenn ich liege auf mein Scheitelchakra oder auf mein Gehirn? Auch da muss ich darauf achten, dass da etwas Natürliches, eine natürliche Schwingung einwirkt. Und deswegen stehen bei mir und bei meinen Kindern und bei Freunden von uns oder auch bei vielen Menschen steht hinterm Kopfkissen. Ja. Das ist so eine ganz einfache Art und Weise. Dann tut man, das ist, sagen wir, das Betthaupt. Ja, dann stellt man das, tut es ein bisschen so einen schönen Naturkraftbalken, also, ja, und tut das Kopfkissen hier dagegen lehnen, muss ein bisschen achten, dass es nicht umkippt, ja, ist ja klar, tut es ein bisschen in die Matratze rein. Und wenn dann hier dein Scheitelchakra an dein Kopf liegt, dann kann wunderbar, kann dieser alte Baum mit diesem Schwingungsfeld bei dir in der Nacht ein bisschen dir die Ruhe übertragen. Ja. Mhm. Wir haben durch solche einfachen Maßnahmen, haben wir spontan Erlebnisse bei Menschen. Da habe ich einiges an Briefen bekommen, wo man sich immer nur wundern kann, wie schnell dann doch Träume oder irgendwas anderes sofort geschieht. Also legt so ein Balken hinter deinen Kopf, ja, und achte drauf und du wirst feststellen, was sich da tut. Aber das ist auch in dem Buch der Menschen. Genau, von der Birgit Bonin, Wissenswertes rund ums Vollwertholz, Erfahrungsberichte. Da hat also die Erfahrungsberichte. Gesammelt, Erfahrungsberichte, was bei den Menschen, passiert ist. Da haben wir sogar Berichte von Schulklassen, ja. wie sie einzelne Kinder in den Schulklassen verändert haben, nur dadurch, dass wir in diese Schulräume vollwertig, also Wände aus Vollwertholz einbringen. Ja. Ich habe auch das Buch geschrieben über den Schlafplatz, ja, also wo speziell der Schlafplatz noch einmal, das kann man vielleicht auch zeigen. Genau, dieses gesund Schlafen. Ja. Mit der Heilkraft des Holzes. Ja. Hält mal einfach nochmal. Also diese Bücher sind drin. Alle über euch zu beziehen. Alle. Ja, nicht im Buchhandel. Das kann man beim Silberschnür Verlag, das kann man im Buchhandel beziehen. Die sogar im Buchhandel. Das ist das Einzige. Mhm. Okay, die anderen Bücher. Bei uns. Bei uns. Mhm. Und wir blenden dann nochmal die naturkrafthaus.de und vollwertholz.de. Wäre schön, dann können die Leute auf uns zukommen. Aber mich findet man auch im Internet, Sigmund Schuster ist. Also es ist immer das gleiche Thema, sich bewusst machen, sich nicht von der Tapete, sich nicht von der Oberfläche oder sowas oder vom dunklen Nagelstreifenanzug oder was immer blenden lassen. Wir werden heute so geblendet. Mhm. Ja? Und mal hinter die Kulissen gucken. Den Vorhang aufmachen und sich Gedanken machen, wenn sich hinter der Tapete Stahlbeton oder Beton befindet, dann lebe ich in Beton und dann einmal sein Bauchgefühl, sein Herz fragen, Herz oder Körper oder mein, was sagst du mir, wie findest du denn, wenn ich jetzt zum Beispiel in Styropor schlafen möchte, ja, und ich mache, wie findest du das? Wir kriegen solche Antworten in uns. Und wenn man dann sagt, und wie würdest du denn das finden, wenn wir in naturvollwertigem Holz stehen, wo wir genau nach den Kriterien mit großer Wertschätzung dem Baum gegenüber das Holz erzeugen und dann jeder Balken noch in Wuchsrichtung steht, mit der Kernseite zu mir nach innen, das ist die höchstwertigste Art und Weise, die wir überhaupt, wie wir heute naturvollwertig bauen können. Ja? Mhm. Und was sagt dir dann dein Gefühl und dein Gemüt? Ja? Und
Antworten kriegen wir uns. Ja, wenn wir Antworten bekommen. Ja. Wenn wir uns denn fragen. Ja, und dann muss es uns halt auch klar sein, manchmal werde ich dann vor Alternativen gestellt, entweder 160 Quadratmeter Wohnfläche mit modernen, mir fällt halt immer, tut mir ja leid, ich will jetzt immer nicht Styropor sagen, aber das ist halt das meiste heute. Das ist halt, also. Oder Rigips. Mit diesen modernen Industriematerialien will ich da lieber 160 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter in einem Material, wo Nestcharakter hat. Ja? Ja. Das sind dann halt die Alternativen. Da kann es sein, wir werden dann durch unseren Geldbeutel halt ein bisschen dahin gebracht, lieber Qualität, aber dafür etwas weniger Quantität. Ja. Ja? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, und ich habe ja ein ganz besonderes Verhältnis, ich habe ja sehr, sehr intensive Baumerlebnisse gehabt. Also Baum und ich waren schon verschmolzen zu einer Einheit. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, es ist ja auch dieses Naturkrafthaus ist ja im Wald entstanden bei mir. Während Meditationsprozessen sind die Bilder entstanden, wie es gemacht werden muss. Und vor lauter Dankbarkeit, dass ich daran partizipieren darf. Ich bin ja ein Nutznießer. Mein Bett ist ja so und mein Haus und mein Schlafplatz und das von unseren Kindern. Und vor lauter innerer Dankbarkeit habe ich einfach gesagt, ich bemühe mich. Ich will es einfach den Menschen erklären. Ich schreibe die Bücher. Ja. Ich suche nach Lösungen. Jeder, der Interesse hat, und zu uns kommt und sagt, du hier, mach mein Schlafzimmer zum Naturkrafthaus oder ich will ein Naturkrafthaus bauen, suchen wir Lösungen. Mhm. Ja? Mhm. Suchen wir Lösungen, weil ich das einfach auch den Bäumen, jetzt mal in einfachen Worten, den Bäumen versprochen habe. Ja? Super. Wie auch immer so ist. Ja? Es ist ich finde das ein wundervolles Schlusswort eigentlich. Ja? Du stehst sozusagen im Wort, bei den Bäumen auch ein Stück Dankbarkeit. Aber natürlich mehr noch bei den Menschen, ist ja ganz klar. Mir liegen die Menschen in Priorität himmelhoch weiter wie die Bäume am Herzen. Ja? Ja. Aber es muss halt einfach. Und Gescheitheit gefällt mir. Wir sollten einfach gescheit sein. Mhm. Ja? Und es gibt so viel Intelligenz heute, aber nur ist die in eine Richtung ausgeprägt. Das tut mir teilweise. Tut er teilweise weh. Ja? Ja. Wenn man sich überlegt, wie kann man am besten Kriege gewinnen und wie kann man am besten die und die und die Waffen machen. Natürlich sind das intelligente Leute, ja. Aber das ist eine Ausrichtung oder eine Richtung von Intelligenz, die bezeichne ich nicht als gescheit. Ja? Mhm. Und ich sage ganz schwäbisch und ganz einfach, lass uns einfach gescheit sein. Gescheit sein. Ja. Und mal Gedanken machen, was tut uns gut. Ja? Was tut uns gut. Ja. Ich danke dir, Sigmund, für diese Aufgabe. Ich denke, das war richtig schön rund, ja, auch wenn hier manche Ecken sind, aber es ist ja trotzdem diese Rundung hier, auch das Gespräch. Ist das nicht schön? Hattest du doch. War rund. Das war schön. Herzlichen Dank für diese Information. Und liebe Zuschauer, wenn Sie also eines der Bücher bekommen möchten oder lesen möchten, wenden Sie sich an naturkrafthaus.de. Wir blenden das nochmal ein, denn es gibt nur das eine Buch im Buchhandel. Ich glaube, heute hat uns der Sigmund Schuster einige Aspekte über das Wohnen nahegebracht, die doch bestimmt für viele neu sind. Und Neue Horizonte heißt ja unsere Sendung. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten beim nächsten Mal und sage Tschüss.